Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zum Training unserer Chormuskulatur, unserer Körpermitte. Schön, dass du dabei bist und wir strecken uns jetzt erstmal so richtig lang. Zieh deine Arme nach oben und nimm deine Beine in die Bewegung mit. Handflächen, Handrücken, deine ganze Muskulatur durchbluten im Rumpf. Dich die Faszien lang ziehen. Ruhig schon etwas weiter auch öffnen deine Beine. Dann lockerst du deine Arme aus und kommst auf dein linkes Bein. Stütz dich ruhig mit deiner linken Hand ein hier. Nimm deinen rechten Arm nach oben, Knie Richtung Fußspitze. Und jetzt ziehst du den Ellbogen Richtung Knie. Und zwar neigst du den Oberkörper auch so ein Stück mit zur Seite. Ausatmen. Seitliche Rumpfmuskulatur. In deinem Tempo ruhig. Noch einmal und kurz lösen, entspannen, gleich zur anderen Seite, auf dein rechtes Bein, Arm nach oben, kraftvoll, Ellbogen Richtung Knie. Geht noch. Und wieder zur Mitte zurückkommen. Kurz die Schultern lockern, Handflächen vor dem Körper schließen, Handballen drücken zusammen, Bauch sanft nach innen ziehen und jetzt rüttelst du mal nach rechts und links. Versuch dich gut zu stabilisieren. Der Nacken ist entspannt. Mal wieder locker, auslockern und noch einmal Handballen zusammen, Schultern tief und rütteln. Nochmal wieder lösen, auslockern, ein letztes Mal, Handballen zusammen. Und schütteln. Und entspannt auflösen. Eins weiter nach unten kommen, auf deine Knie. Und zwar nimmst du jetzt deine Unterarme auf den Boden, Ellbogen unter die Schulter. Daumen Richtung Decke, Beine lang strecken, eine Linie Oberkörper, Oberschenkel, du könntest die Knie auch unten lassen. Leichte Grätsche deine Beine und jetzt kippst du rechts und links mit deinem Becken Richtung Boden ab, im Wechsel. Kopf in Verlängerung halten. Letzten Male noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Kurzen Moment entspannen. Locker lassen. Schultern lockern. Wenn du ein Kissen für deine Knie benötigst, hol dir eins. Ansonsten kommst du jetzt auf deine Knie. Hände hinter den Kopf, Ellbogen ein Stück nach vorne, Schultern tief, Po fest, Bauch fest und neig dich nach rechts und links. Spür die Schrägen.
Immer noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen auflösen. Komm auf eine Seite jetzt, auf den Unterarm, Ellbogen unter der Schulter, in deine Richtung ziehen den Unterarm, die Oberschenkel in einer Linie mit dem Oberkörper, stütz dich ab, drück dich hoch, Ellbogen unter der Schulter, gut. Kannst du die Beine so lassen oder du streckst ein Bein aus und ziehst dich von hier ein Stück höher, kommst wieder tief, höher, tief, geht auch so. Zieh mal noch mehr ran den Unterarm. Noch einen. Kurz absetzen. Aufsetzen. Wechseln. Andere Seite. Unterarm ablegen. Ellbogen unter die Schulter. Gefühlt in deine Richtung ziehen. Beine entweder hier oder eben lang. Und los geht's, höher und ab. Noch 5, 4, 3, 2, einen absetzen. Hinsetzen und in die Rückenlage rumdrehen. Oberschenkel fassen, Beine ranziehen, kurzen Moment jetzt locker lassen, ein bisschen rechts, links bewegen. Lass deine Beine hier, Handballen drücken an die Oberschenkel, Oberschenkel senkrecht. Und jetzt gibst du Druck mit beiden Händen auf die Oberschenkel. Richtig fest. Gib Druck. Das ist der tiefe, quere Bauchmuskel. Spannung. Rücken noch fester. Wieder auflösen. Gut. Und immer weiter atmen. Noch einmal genauso. Gib nochmal so richtig Druck. Spannung aufbauen. Nochmal wieder lösen. Und noch einmal. Gib mit einer Hand Druck. Und jetzt streckst du dein linkes Bein, linken Arm in die Länge. Gib Druck, atme aus, atme ein, komm zurück. Gib Druck, atme aus, atme ein, komm zurück. Gib Druck, atme ein, gib Druck. Lass deine Wirbelsäule in der neutralen Position liegen, also ganz leicht vom Boden wegbewegt, den unteren Rücken. Die letzten 8 noch. 7. Fest, fest, fest. 6. Du kannst das Bein auch nur ein Stück nach unten nehmen. Okay, es geht auch. 4, 3, nicht vergessen zu drücken. 2, noch einen und entspannt nacheinander die Füße aufstellen. Kurzen Moment auslockern, Beine schütteln. Und dann ziehst du dich mit dem Bein noch einmal langsam wieder zum Sitzen nach oben. Startest auf der Seite. Nimmst beide Unterschenkel zurück. Nimmst dein Becken noch einmal nach oben. Unter
Arm zu dir ranziehen, wirklich in deine Richtung ziehen, Becken anheben. Und jetzt nimmst du die Hand hinter den Kopf und drehst deinen Ellbogen in Richtung Hand. Lass dein Becken oben. Nochmal. Halte, absetzen, andere Seite, Ellbogen unter die Schulter, gefühlt den Arm zu dir ranziehen, Hand hinter den Kopf und los geht's. Ausatmen, wenn du dich drehst. Nur einen. Komm nochmal hoch. Locker dich aus. Komm kurz auf die Knie. Nimm dein Knie unter deine Hüftgelenke. Po anspannen. Bauch fest. Und Kopf in die Hand schieben. Nach rechts und links. Zur Seite neigen. Letzten noch 8, 7, 6, 5, 4 und zur Mitte kommen. Lockern auf die Unterarme. Beine sind wieder leicht in der Grätsche. Daumen Richtung Decke, auch fest. Und entweder Knie runter oder du bleibst hier und kippst nochmal rechts und links zur Seite ab. Geht noch, ist wirklich der Endspurt, gleich geschafft. Acht. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, absetzen. Lass dir Zeit, komm langsam nach oben, das heißt auf ein Bein. Drück dich nach oben, wirklich den Kreislauf auch mitkommen lassen. Schüttel dich aus, schüttel nochmal die Schultern aus, die Beine. Streck dich lang, räkel dich, zieh dich in die Länge, durchblute noch einmal die Muskeln und zieh deine Faszien lang. Dann öffnest du deine Arme und entspannst dich. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Vielleicht hast du dieses Workout auch einzeln gemacht oder mit einem Warm-up kombiniert oder auch noch ein anderes, das du jetzt dranhängen möchtest. Dann viel Spaß natürlich weiterhin. Ansonsten auch vielen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass du dabei warst. Gerne gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du auch unter dem Video, da heißt es Deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, kannst du mich mit monatlich, was es dir wert ist, unterstützen. Vielen Dank. Ansonsten freue ich mich auf unser nächstes gemeinsames Training. Bis dann!